Der Kastrationsvorgang ist also einerseits dem kleinen Hans geschuldet, der erkennt, dass der kleine Bibiwacher niemals ausreichen wird, das Begehren der Mutter zu befriedigen und darüber hinaus er in gesamter Gestalt als großer Phallus ebenfalls nicht mehr nach der Geburt. Aber es ist vor allem auch die Tatsache, die sich später im Erwachsenenleben bewahrheiten wird, dass diese Schniedelwutze sowieso nie ausreichen werden, mehr als einen kleinen Teil des Begehrens der Weiblichen zu befriedigen und letztlich nur für eine einzige Aufgabe gut sind, einen Seim und Sermon abzuliefern, den sie sonst selber sich nicht geben können. Denn alles andere, was an Selbstgenießensvermögen aus ihrem Körper ihnen erwächst oder was sie sich im Frauenclan vermittels hilfreicher Hände oder sonstiger Ausstülpungen, Tentakel oder Extremitäten viel kunstfertiger verschaffen machen können und lustvoller. Dazu ist das Männchen eh nicht praktisch genug und geeignet, und vor allem als Spielverderber, der nicht gelernt hat, das Ganze hochzuspannen, auszureizen, zu inszenieren und so weiter, zu theatralisieren, kaum geeignet, den Ansprüchen zu genügen. Die Kastrationsvorstellung oder der Kastrationsvorgang ist also der Tatsache geschuldet, dass die Frauen der Männchen gar nicht benötigen, für ihr Genießen mit dem großen Phallus und mit dem Göttlichen, und dass sie nur für zwei Funktionszwecke herzuhalten haben. Aber das ist eben das, was kaschiert werden muss. Und dies wird in allen Theorien grundsätzlich nicht nur verharmlost, sondern überhaupt unter den Teppich gekehrt bzw. verkannt.